Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Hinterm SL-Schirm. Heute mit dem Thema Dungeon Mapping in GIMP. Ich habe heute Morgen mal meine erste Dungeon-Karte hier zusammengestellt. Die will ich für die Menzoberranzan-Runde nehmen. Einfach nur mal als Übersicht, was ich jetzt gemacht habe. Eine sehr simple Höhle. Mit so einfachen Texturthemen drin, wie hier ein paar Felsen, ein aufgehängtes Skelett, Totenköpfe. Hier links sieht man ja, einen Magmafluss, Lavastrom. Weiter oben so ein Spinnennetz, wo sich auch Spinnen drin befinden. Und rechts so, ja, Pilze auf dem Boden, Moos, also was so ein bisschen giftigere Natur darstellen soll. Ein paar Duergar sind noch drin, die da was abbauen. Schleim, der Treppe bewacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, wenn ich den zweiten Teil, die Treppe darunter, die Ebene darunter machen will, wo die Treppe hinführt, dann kann ich das auch gleich mal in GIMP machen und euch zeigen. Das ist jetzt ein Roll20. Da wurden halt die Gegner, Duergar und so weiter, über Roll20 zugefügt. Und die eigentliche Textur, die eigene Spielfläche, die planen, das ist das, was wir jetzt erstellen werden. Zwar erstellen wir dafür ein neues Roll20-Projekt. Ich wähle jetzt einfach mal, dass es quadratisch ist und einigermaßen gute Auflösung hat. 2000 mal 2000 mit der Füllung Transparenz, sprich, der Hintergrund ist nicht weiß, sondern durchsichtig. Erstelle ich jetzt mal. Und damit man das besser. Das Merkkästchen besser sehen kann. Das sind die Schritte, die wir jetzt gleich machen werden. Habe hier eine Seite im Kommentarfeld aufgeführt, einfach, dass man es nochmal nachlesen kann. Schreibfehler drin sehe ich gerade. Ja, wir nehmen jetzt erstmal eine Grundtextur für den Boden zu machen. Da habe ich hier ein Bild von einem Stein, was sehr hochauflösend ist. Das ist 3200, vorgequetscht nochmal 2400. Das wähle ich mir jetzt aus, also im Werkzeugmenü. Ich sollte die Werkzeuge vielleicht mal einblenden, damit man sieht, was ich mache. Rechtsklick auf die Ebene, Auswahl Alpha-Kanal, dann habt ihr das ganze Bild ausgewählt. Kopieren und dann in unserer neuen Ebene einfügen. Das ist jetzt eine sogenannte schwebende Ebene. Da müssen wir zu einer neuen Ebene hinzufügen, dass man die bearbeiten kann. Da zoome ich jetzt mal raus. Die ist natürlich, wie ihr hier seht, wesentlich, wesentlich größer als unsere eigentlich angezeigte Ebene. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Richtbild. Nicht Leinwand auf Ebenengröße, sondern ich will ja das Bild auf die. Ja, dann geht es nur über Skalieren. Das ganze Bild. Nein, auch nicht. Alpha-Kanal auswähle, habe ich auch nur das kleinere Ding. Schon habe ich mich. Skalieren. Ne, dann mache ich mir alles kaputt. Siehste? Okay, dann nehme ich mir mal das Auswahlwerkzeug, wähle das ganz große Bild aus. Und skaliere es dann. Ja, Skelette auch nur das Teil. Ah, jetzt habe ich mir aber ein Eiensnest gelegt hier. Jetzt habe ich mir ein. Ich brauche ich. Okay, drücken wir mal zurück. Habe ich jetzt diese schwebende Ebene, die jetzt wieder markiert ist. Ich habe jetzt einfach mal mehrmals zurückgedrückt, also Steuerung Z. Man die Ska, ja, jetzt habe ich die Ebene. Jetzt kann ich die auf mein eigentliches Bild runterskalieren. Und zwar fangen wir einmal hier an. Du bist jetzt im Weg. Einmal hier. Wenn die ein bisschen größer ist, ist es nicht schlimm, weil man sieht es ja nachher nicht. Jetzt skaliere ich mal. Jetzt muss natürlich rechnen, weil das ein ziemlich großes Bild ist. Genau, jetzt kontrolliere ich nochmal sicherheitshalber die Ecken. Zoome mal mit Alt und Steuerung ist es hier. Steuerung und Mausrad rein. Ja, sieht gut aus. Wieso ist denn jetzt? Ich sehe gerade, mein Fenster ist ein bisschen.
Falsch eingestellt. Ja. Einmal mit Profis arbeiten und so. So, jetzt habe ich hier unten noch einen Scrollbar, wo ich hin und her scrollen kann. Dann zoomen wir nochmal rein. Dann kontrollieren mal die Ränder. Ja, das sieht gut aus. Muss ich ja gehen, dass da nirgendwo ringsherum was falsch ist. So, jetzt hier zur neuen Ebene. Jetzt haben wir unsere Ebene hier. Zoome ich nochmal raus. So, und wir brauchen ja jetzt eine Ebene für den Boden und eine Ebene für die Wände. Das heißt, wir nehmen unsere Ebene, die wir schon haben, gehen auf Ebene, also Rechtsklick drauf, um eben Ebenenwerkzeugkasten, Ebene duplizieren, da haben wir zwei davon und den einen nenne ich jetzt Floor und die zweite Ebene nenne ich Wall, damit ich für später weiß, was Wände und was Boden ist. So, jetzt fangen wir bei den Wänden an und wollen die ein bisschen farbig abheben, dass wenn wir nachher den ganzen Ausschneidekram und so gemacht haben, von der Farbe her direkt erkennen kann, was ist die Wand, was ist der Boden. Der Boden muss natürlich in der Ebene unter der Wand liegen, aber wir fangen an bei den Wänden. Gehen dazu auf Menü auf Farben. Habe ich, wie gesagt, auch rechts nochmal in den Textkasten reingeschrieben, dass man das immer noch mal sich abschreiben kann, wenn man es nachprobieren will. Jetzt färben wir das Ganze ein und können jetzt hier Farbtonsättigung und Helligkeit, also das ist keine RGB-Verfärbung, sondern eine HSV-Verfärbung, die wir hier ändern können. Und die Werte, die ich mir vorgewählt habe, ist einmal 20, da haben wir so einen schönen Rotton drin. 25, damit machen wir das Ganze ein bisschen blasser in der Sättigung und Helligkeit. Schön dunkel ist ja eine dunkle, gefährliche Höhle. Ja, das ist jetzt so ein richtig schöner, dunkler, bräunlich-rötlicher Ton. Und ja, weil die Wände richtig schön hervorstechen sollen, machen wir das gleiche, nehmen wir das gleiche nochmal, die Wall, und gehen wieder hier oben auf Farben und stärken den Kontrast noch ein wenig. Wie gesagt, nur ein wenig. So gehen wir hier auf den Kontrastreiter auf 10, da wird das noch dunkler, noch kräftiger. So, dann gehen wir auf unsere Floor-Ebene oder unsere Bodenebene. Dazu blenden wir die obere Ebene aus, die brauchen wir im Moment nicht. Gehen auf die Bodenebene, markieren uns die Bodenebene, dass wir mit der arbeiten wollen. Und gehen hier auch wieder auf die Farben, aufs Einfärben, was wir eben gemacht haben. So, dann gehen wir jetzt aber hier auf 0 runter. Dass es noch ein kräftigeres Rot hat, dass es so ein bisschen ja wirklich was von Lavagesteinshöhle hat. Gehen hier auf 15 runter, dass es einen bräunlichen Charakter kriegt. Und hier auf minus 50. Das ist jetzt auch schon dunkel, aber nicht ganz so dunkel wie unsere Wände. So, dann sind wir damit soweit durch. So, jetzt wollen wir diesen wild generierten Dungeon erzeugen, aus diesen, wo wir dann diese beiden Ebenen zuschneiden können. Und da gibt es in GIMP eine schöne, einfache Möglichkeit. Ich mir die Tage mal angelesen oder beziehungsweise angesehen in anderen YouTube-Videos. Immer wieder schön, dass so viele GMs da Tutorials machen, Ideen oder es ist so, seit irgendwie die Cartographers Guild gibt, die dann einem auch so ein bisschen Blick in die Kulissen zeigt. Zum Beispiel jetzt Menschen wie mir, die künstlerisch nicht allzu begabt sind und jetzt so Freihand malen und sowas. Das ist gar nicht mein Ding, aber mit sowas komme ich noch klar. Aber genug, wir machen mal weiter. Und zwar machen wir eine nächste neue Ebene, fügen wir ein, mit der bekannten Größe. Der Name ist erstmal egal. Das ist eine Hilfsebene, die löschen wir später wieder. Und die Ebene setzen wir über den Floor, machen die sichtbar, ja, ist okay, Bombe. So, und jetzt gehen wir hier auf ein schönes Werkzeug in GIMP, und zwar die Filter. Im Filter wählen wir den Renderer, Wolken und plastisches Rauschen. Dann habt ihr hier eine Vorschau. Das ist jetzt Geschmackssache, was ihr einwählt oder anwählt. Wenn ihr den Zufallighaken rein und wieder rausnehmt, dann wird ein neues Bild erzeugt. Wenn ihr Turbulenz setzt, seht ihr, hier habt ihr so schöne schwarze Kanten drin. Und diese schwarzen Kanten sind dann das, was ihr jetzt schon mal vorahnen könnt, was später Wände werden. Das heißt, hier ist eine Wand,
Hier ist eine Wand, hier ist so ein bisschen gekritzelt drin. Das ist jetzt aber für mich für ein Dungeon hier so zwei Gänge nicht so ganz. Okay. Wenn ihr die Turbulenz rausnehmt, wird das halt einfach so ein blasses Wolkengebilde. Das heißt, ihr könnt schon erkennen, hier ist eine Wand, hier. Aber da müsstet ihr viel nachzeichnen. Deswegen arbeite ich gerne mit Turbulenzen. Ja, machen wir nochmal neu. Okay, das wäre jetzt hier so eine Wand. Eine Quad-Kaverne, die hier rüber geht. Das ist schon gar nicht so schlecht. Da könnten wir hier oben die Treppe hinmachen. Müsste man hier runtergehen. Ja, das gefällt mir, das hier. Das ist gut, ja. Und ja, wie gesagt, das nochmal mit den Werten hier. Ich habe Details 10, XY-Größe 3 gewählt. Das ist was auch der Dungeon Master Coffee Bean hieß er, glaube ich. Oder Coffee Dungeon Master oder so ähnlich. Gewählt hatte. Ich würde da nochmal ein bisschen mit rumspielen, aber ich übernehme das jetzt erst einfach mal so. Und ja, gut, dann auf OK. Dann generiert GIMP dieses Cloud-Muster. Bam, haben wir jetzt da. In dieser Hilfsebene. Die könnt ihr wieder ausblenden. Die ist jetzt, wie gesagt, einfach nur Muster da, um uns zu helfen. So, und wie machen wir jetzt aus diesem Wolkengefrimmel unseren Dungeon? Das machen wir wie folgt. Und zwar gehen wir auf das Farbenmenü, beziehungsweise hier wählen wir auch wieder den Alpha-Kanal aus, dass wir die Ebene jetzt ausgewählt haben und keine andere. Jetzt gehen wir auf unser Farbenmenü und bearbeiten die Schwellwerte. Das sind quasi die sichtbaren Bereiche. Ihr seht jetzt schon, am Standardeinstellung ist hier viel weggelöscht worden sozusagen. Und zwar ist der sichtbare Bereich der hier so bläulich hinterlegt ist. Das heißt, alles, was jetzt dunkelschwarz, heller bis mittelgrau ist, nicht sichtbar. Wenn ich das weiter verschiebe, werden immer mehr weiße Bereiche angezeigt. Bis halt, wenn man es ganz verschiebt, ganz weiß. Und wenn man es ganz runterzieht, wird es ganz schwarz. Wir nehmen jetzt das nochmal so. Ja, diese Flächen sind noch ein bisschen klein. Wir brauchen hier oben Wände. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal so machen. Sollte schauen, dass zumindest die äußere Begrenzung größtenteils schwarz ist, weil das Schwarz wird später unsere Wand, das Weiß wird später unser Boden. Und wenn wir jetzt hier ganz weit hochgehen, haben wir halt super viel Weiß. Das heißt, wir haben eine riesige offene Fläche. Könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr das wollt. Das ist ein Areal, ist, wo man von allen Seiten rein und raus kann. Aber das ist jetzt nicht das Ziel von der Karte, die ich im Kopf hatte. Man kann auch nachher noch mal ein bisschen mit Schwarz hier nachtuschen und daraus dann Wände machen. Ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal so. Jetzt schieben wir mal von unten ein bisschen hoch, um da die feineren Zwischenstücke reinzukriegen. Genau, jetzt seht ihr hier, das sind diese ehemaligen kleinen Punkte. Das sind so quasi wie Säulen, wie Stalagmiten, Stalaktiten in der Höhle sein könnten. Das ist jetzt ein bisschen sehr viel. Bei der letzten Höhle hatte ich die Gänge auch schon sehr klein gemacht. Hier will ich jetzt mal ein bisschen mehr Platz drin lassen. Ja, ich mal gerade gucken, ob wir hier noch ein bisschen runtergehen können. Ja, ein bisschen. Dann ist dann später, wie gesagt, entweder mache ich das hier ganz schwarz, den Bereich, oder ich muss ihn hier zumachen, da mache ich mir dann nochmal Gedanken. Aber das wäre jetzt halt so eine Höhle, wo die Spieler hier nachher hier durchgehen würden. Hier irgendwas Besonderes ist und dann müsst ihr mal überlegen, ob die noch hier rüber gehen, hier runter gehen und von dem hier runter, hier rüber und ja, vielleicht irgendwie der Endgegner hier unten wäre oder ja, das überlege ich mir dann später noch. Das ist jetzt einfach erstmal das Grundding der Höhle. So, das lasse ich jetzt erstmal so. So, und wie kriegen wir jetzt diese gerasterte Wolkenmontur oder Collage oder wie auch immer ihr das nennen wollt, auf unsere Wand? Das ist relativ einfach. Dafür nehmen wir das Farbauswahlwerkzeug. Und markieren die weiße Farbe. Jetzt seht ihr hier an den ganzen gestrichelten Linien, dass das ganze Weiß jetzt markiert ist. Gehen jetzt aus der Ebene und machen die Ebene unsichtbar, wählen die Ebene an. Jetzt seht ihr, dass diese Markierung, die wir eben gemacht haben, immer noch auf dieser Ebene liegt. Auf der Ebene Wand. Und das ist jetzt eigentlich super einfach. Da macht ihr einfach einen Delete-Button. Das heißt, ihr schneidet auf dieser Ebene anhand oder den Kurventuren entlang hier aus. Ja, warum nicht? Ah, okay, war eben ausgegraut. So, und jetzt haben wir hier
Unten unsere Floor-Ebene, die blende ich gerade mal aus. Das heißt, jetzt ist der durchsichtige Hintergrund da. Das heißt, das hellere ist die Floor-Ebene, das dunklere ist die Wandebene. Blende ich gerade nochmal aus. So, und so haben wir jetzt einfach schon mal grundlegend das Labyrinth gezeichnet, mit dem wir später arbeiten wollen. Ah, fällt mir gerade ein, das war keine gute Idee, weil jetzt müsste ich ja mit dem Kontrast, den ich hier habe, die Wände nachzeichnen. Also gehe ich nochmal Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z. Set. So. Denn wir hatten ja gesagt, wir müssten hier noch Wände einbauen, sonst haben wir hier einfach hier offene Flächen und das sieht halt blöd aus. Dazu gehen wir jetzt auf unser Pinselauswahlwerkzeug und wählen hier, ist so ein verwischender Pinsel mit unscharfen Kanten. Nehmen wir den mit den schärfsten Kanten, der ist immer noch nicht perfekt, aber ist auf jeden Fall besser als nichts. Und zoomen wir hier ein bisschen rein. Warte ich mal hier rüber, dass man besser sieht. Und machen jetzt hier so ein bisschen. Das war Alpha-Kanal, dass ich hier auch drauf malen kann. Genau, jetzt hier irgendwie so. Schwarze Wand hin. Ja, jetzt kommen wir mit dem Thema, wo ich fürchterlich schlecht bin, das ist Malen. Wenn ihr eine geschlossene Fläche bildet, so wie bei Quicks früher auf dem Gameboy, könnt ihr das Füllen-Tool nehmen und die Flächen hinten dran füllen. Und jetzt seht ihr das Problem, dass das übrig bleibt. Das ist nämlich, wenn man hier ganz genau reingeht, ich kann es auch gerade nochmal zeigen, indem ich was male, dann ist hier eine harte schwarze Kante. Aber den Strich, den ihr malt, der hat keine harte Kante. Der hat immer noch so einen leichten Grauverlauf. Deswegen machen wir das jetzt wieder weg, den Punkt und auch die Füllung. Da haben wir jetzt nämlich hier diesen Strich. Und das kriegt ihr ganz einfach hin, indem ihr auf Farben und Schwellwert geht. Bam. Ohne dass ihr da was machen muss. Seht ihr jetzt hier, ist jetzt hier, dass die Kanten schon sofort hart wurden. Okay. Und jetzt können wir die schön hier füllen. Jetzt ist es eine schwarze Fläche. Ohne diesen weißen Strich drin. Ja, was machen wir jetzt hier überall? Das brauche ich nicht. Die Löcher brauche ich nicht. Die mache ich alle voll. Da, wo so ein paar Punkte übrig bleiben, die werden dann später im Roll 20 zumindest vom Fog of War übertüncht werden. Aber ich male sie trotzdem weg. Dass es eine saubere Karte gibt, das ist auch so ein Teil, wo man nicht drankommt. Das ist weg, das kann weg. Das war nicht mein Plan. Mein Radiergummi nehmen. Oh, ne, dann radiere ich durch die Ebene. Das ist auch schlecht. Das heißt, ich muss hier statt schwarz an der Farbpalette weiß nehmen. Okay. Nein, will er auch nicht. Warum malt er jetzt hier ein Loch rein? Das ist die Ebene darunter, die da freigelegt wird, wie man das sieht. Okay, lassen wir mal sein. Nee, kümmere ich mich später drum. Könnte aber auch irgendwie so ein kleiner Stalaktit sein, der irgendwie davor steht. Aber jetzt checken wir erstmal die Ränder. Genau hier sind wir unterwegs. Nehmen wir wieder Schwarz als Ton. Mal das zu. Ich könnte jetzt den Pinsel auch größer stellen. Das ist wieder so ein bisschen Sisyphusarbeit, die ich mache. Hier wollten wir unseren Endgegner nachher reinbauen. Das heißt, das lassen wir da. Ich zoome mal gerade ein bisschen raus. Das da unten können wir komplett schwarz füllen. Wir wollten hier rüber gehen, das heißt, die Löcher können wir schwarz füllen, das kann man schwarz füllen. Das ist ja so ein bisschen plastische Nacharbeit, aber das gehört halt einfach dazu. Mal hier hoch. Genau, wie wollen wir das nachher machen? Die gehen hier runter und entweder gehen, können sie auch da hochgehen oder man nutzt den Raum noch. Ne, den Raum brauche ich nicht, den mache ich weg. Den Raum brauche ich nicht, das da kann ich nachher noch so ein bisschen lassen. Das heißt, da laufen sie rum, da, da und da. Das heißt, du kannst auch weg. Ja, pinseln wir hier ein bisschen nach. So, mal gucken. Was bist du? Bist du ein weißer Fleck oder was bist du da oben? Ja, du bist ein weißer Fleck, da heißt, ich male dich schwarz. Zoomen wir nochmal raus. So. Dann möchten wir ja weiß. Jetzt muss ich das nochmal gucken, warum das eben mit dem Weiß nicht funktioniert hat. Das ist FF, das ist FF. Mal gucken. Ich jetzt hier den Durchgang ein bisschen breiter mache. Jetzt ist er weiß. Gut.
noch eben er wegradiert hat. Aber jetzt habe ich weiß, das ist super. Dann kann ich das wegmachen. Das da wegmachen. Das da. Muss man halt überlegen, wie realistisch will man die Karte haben. Dass das hier als großer Stalaktit durchgeht, ist klar. Das könnte auch noch sein. Dass hier sowas vorsteht. Man muss ja nicht vom Boden bis zur Decke durchgehen. Es ist halt wegen der zweidimensionalen Zeichnung. Aber ja, was soll das sein? Also machen wir weg. Außerdem soll hier oben unsere Treppe hin. Das würde dann stören. So, da unten die Dinger. Machen wir noch zu. Natürlich nicht mit weiß, sondern mit schwarz. Sonst bringt das nichts. Herr von und zu Mischka. Oh, das war eine schlechte Idee. Das heißt, hier war irgendwo noch eine Verbindung. Hier mache ich weg. So, jetzt ist aber schon weitestgehend so, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt gehen wir nochmal auf unseren weißen über. Wir müssen jetzt hier einen Durchgang schaffen. Das heißt, da so, da machen wir so. Und dich können wir weiß füllen. Jetzt haben wir hier so einen Strich übrig, den wollen wir nicht. Das ist wahrscheinlich der Strich eben von unserer Kante. Prüfen wir das mal, gehen wir mal rein. Jetzt habt ihr hier, wir haben hier so eine Unschärfe an Kante mit Grauverläufen, wobei wir eben dran die harte Kante haben. Das heißt, die wir es eben wieder gemacht haben auf Schwellwert gehen und bam, sind sie hart gezeichnet. Das ist aber gut, dass wir reingezoomt haben, weil ich sehe gerade, hier ist auch noch ein bisschen Dreck vom Boden. Könnten auch Steinchen sein, aber ich will keine Steinchen bei mir im Dungeon. Wenn ich Steinchen drin haben will, dann mache ich die später rein. Ihr kommt weg, ihr kommt weg, ihr kommt weg. So, jetzt mal überlegen, wie machen wir den Durchgang hier? Das sieht zwar schon cool aus, aber bringt uns nichts, das muss weg. Mal hier noch so ein bisschen Marke reinmachen, dass es so ein bisschen mehr raussieht, obwohl, wenn man genau hinguckt, später dann fällt das auf, dass das verändert wurde. Aber ja, irgendwoher muss man seine Karten bekommen. Und ja, wenn man halt nicht für fertige professionelle Karten im Marketplace von Roll20 Kohle ausgeben will, dann muss man halt mit sowas leben können, liebe Spieler. Nee, geht mir ja genauso. Klar, kreit da keinem was an, der sagt, ja, nö, mir ist da eine gekaufte Karte lieber, ich will da was Professionelles. Gibt es ja eine Menge Spieler, die das so handhaben. Kann jeder nach seiner eigenen Fassung machen. Allen. Mischkas Malkünste sind die Hölle. Deswegen habe ich auch nie selbst gemalte Kanallogos. Du kannst weg. So, jetzt haben wir aber auch den größten Teil. Macht ist halt, ja, wie gesagt, Frickelarbeit. Scrollt einfach vor, wenn ihr da jetzt nicht zugucken wollt. Gehört halt dazu. Ja. Genau, warum mache ich jetzt eigentlich, fange ich an, Dungeons zu machen, also speziell jetzt für die Menzoberranzan-Runde. Der Wunsch der Spieler war Intrigen und Hausgeschäft ist ja gut und schön, aber wir wollen auch mal was erleben, wir wollen mal raus, wir wollen mal irgendwas schlachten. Gut. Und da wir jetzt als letztes einen Angriff auf ein Haus hatten, das fanden sie schon ganz gut, aber es hat wohl noch nicht gereicht. Deshalb machen wir jetzt mal irgendeinen Auftrag im Unterreich. Irgendwas besorgen, irgendjemand töten. Die genaue Story habe ich noch nicht im Kopf. Aber so in der Ecke wird es wohl laufen. Wenn ihr da Ideen mir mitgeben wollt, nehme ich natürlich gerne an. Warum könnten die Helden ins Unterreich und einen klassischen Dungeon durchsuchen?
Was könnte Oberyn Malice brauchen? Was könnte das Haus brauchen? Wem wollen sie vielleicht was auswischen? Der hier unten hat, also eine Idee wäre immer, dass sie irgendwelche Duergar schürfen, die Malice verärgert haben, läuft immer bei Draw oder. Irgendjemand hat die Oberen angepisst, der muss sterben. Das ist so ein ganz klassisches Thema, was man bei Draws immer verwenden kann. Schwellwert. Nee. Willen. Ja, also sieht man natürlich jetzt den großen Unterschied zwischen gekrickelt und guter Kante. Aber ja, ich hoffe mal, dass die Spieler da nicht so viel drauf eingehen. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier oben noch, gerade mal rauszoomen, damit ich hinter uns nichts übersehen habe. Jetzt bist du da unten. Aha. Gut, ist zu. Affendämon zu. Nein. okay, dann jetzt hier oben noch. Könnte man natürlich, wenn man das feiner machen will, einen ganz feinen Stift nehmen und die Kanten genauer ziehen, aber ja. Ich vertrete da immer gern das Pareto-Prinzip 80-20. Man soll es nicht übertreiben mit der Arbeit. So könnte man den ganzen Dungeon natürlich auch zeichnen mit dem Stift, aber ja, ich bin halt von Natur aus faul. Deswegen mache ich das so. So, dann füllen wir hinten dran noch. Hinten dran noch. Da noch. Ja, super. Doch noch einmal dran. Da kommt dann machen wir hier gleich dicht. Haben Schwellwert. Füllen. Füllen. So. Und jetzt ist der Dungeon wunderbar geschlossen. Hat keine Löcher mehr in den Wänden. Ja, so sieht das gut aus. Dann können wir wieder zu unserem alten Punkt zurückgehen, den wir vorhin vorhatten. Ich mache meinen Werkzeugkasten auf Seite, solange wir ihn nicht brauchen. Ebene, Auswahl, Alpha-Kanal. Ah ne, gar nicht wahr. Nicht Auswahl Alpha-Kanal, dann machen wir ja einen Rahmen außenrum. Das brauchen wir nicht. Wir müssen hier das nach Farbe auswählen, das Weiß auswählen und dann auf die Ebene der Wand gehen. Und dann hier einfach entfernen drücken. Perfekt. Jetzt haben wir unten unseren helleren Boden, die dunklere Wand. Und ja, jetzt hat mal hier Auswahl nichts. Jetzt hat man hier ja sehr harte Kanten und für mich als Farbenblinder sieht das relativ unangenehm aus. Zumal, wenn man genau hinguckt, ich zoome mal ganz genau rein, sieht man, wie die Textur genau weiter verläuft, sich nur die Farbe so ein bisschen ändert. Und ja, ich weiß nicht, sagt meinem Auge nicht allzu zu. Deswegen nehme ich mir jetzt die Wandebene und mache hier wieder Auswahl Alpha-Kanal. Dann ist die Wandebene komplett alle Wände ausgewählt sozusagen. Gehe hier auf Auswahl vergrößern, mache die um 2 Pixel größer. Wenn man jetzt reinzoomt, sieht man, dass die Auswahl hier 2 Pixel davor sitzt. Das heißt, man hat Wände plus 2 Pixel rundherum ausgewählt. Ich mache aus dieser Auswahl eine neue Ebene. Das heißt, wir haben eine neue Ebene mit dieser Auswahl jetzt geschaffen. Und jetzt nehme ich mir dann einfach das Füllen-Werkzeug mit der Farbe Schwarz und klicke hier irgendwo in so eine ausgewählte Wand rein. Jetzt wird die gesamte neu ausgewählte Ebene schwarz gemacht. Jetzt kann man sich denken, was macht der Depp denn da? Warum macht der das jetzt schwarz? Das ist ganz einfach, weil ich jetzt eine Ebene habe, die schwarz ist, die ich unter die Wandebene schieben kann. Und jetzt hebe ich erst nochmal die Auswahl auf, dass man es besser sieht. Jetzt haben wir hier so schöne, feine, schwarze Ränder. Man sieht die Texturübergänge quasi immer noch, aber für mich ist das angenehmer zu sehen und ich hoffe für meine Spiele auch. Hat so jetzt einen leichten Comic-Stil. Ja. Jo, das war im Prinzip jetzt die Höhle, wie man so schnell machen kann. Jetzt kann man natürlich sich in GIMP austoben und rumspielen. Wir hatten ja in der Ebene drüber noch Magma. Das heißt, es wäre jetzt vielleicht nicht allzu schlecht, wenn wir jetzt hier auch wieder Magma einbauen würden. Suche ich mal gerade mein Magma-Bild. Das war, glaube ich, die Textur hier. So, öffne ich. Neues GIMP-Fenster aufgemacht. Das ziehe ich gerade mal in die Aufnahme. Ja, so eine. Ja.
Magma-Textur einfach. Finde ich sehr schön gemacht, sehr detailreich. Hat was. Da Auswahl Alpha-Kanal und Steuerung C, beziehungsweise einfach kopieren. Dann geht man, dich brauche ich nicht, geht man hier rein und fügt einfach das Magma ein. Ah, jetzt sieht man es schon, weil es, ne Quatsch, ist noch eine schwebende Ebene. Zur neuen Ebene, damit das Bild eine eigene Ebene ist. Jetzt sieht das natürlich total bekloppt aus, wenn das als Quadrat da drin liegt, aber wenn man das unter die Wandebene, beziehungsweise sogar unter die Schattenebene schiebt, da könnte man es jetzt einen Gefallen tun, indem man, damit man da später nicht durcheinander kommt, klickt man die Wandebene an, macht einen Rechtsklick, macht man nach unten vereinen, dann wird die Wand- und die Schattenebene zusammengeschoben. Das heißt hier nur wieder falsch, deswegen muss ich die wieder Wall nennen. Und die neue eingefügte Ebene hängt im Moment jetzt so mitten in der Luft. Das sieht blöd aus. Deswegen, ich will ja das Magma hier unten haben. Ja. Hier unten dieses letzte Stück könnte man frei lassen. Also hier wollte ich eigentlich den Endgegner hinmachen. Dann mache ich das Magma. Mache ich dahin? Mache ich das Magma dahin? Ha? Das was aus, wenn ich hier Magma hinmache? Das sieht doof aus. Das sieht doof aus. Jetzt muss ich mir kurz mal Gedanken machen. Wie würde das denn theoretisch technisch laufen? Die kommen hier runter, häckseln da oben irgendwas. Und jetzt suchen die den Endboss mit dem Loot. Der Endboss soll der vor dem Magma sein, soll der hinter dem Magma sein. Der Schatz vom Endboss soll auf jeden Fall hinter dem Magma sein. Und in der Ebene vorher haben die Spieler quasi schon gelernt, dass es hinter Magma was Tolles geben wird. Da gibt es unten zwei Elementare, ein Feuer- und ein Erdelementar. Und dann, wenn sie da über den Magma-Strom irgendwie drüber schweben, das kann der Merlock, glaube ich, dann finden sie da irgendwas. Bin mir nicht sicher was, aber irgendwas werden sie finden. So, jetzt hebe ich hier nochmal die Auswahl auf. So, ist ja gar nichts ausgewählt. Ebene ist nur ausgewählt. Gut, egal. Das sieht jetzt natürlich super bescheiden aus, wenn jetzt der Held hier ankommt. Und da ist so eine super gerade Kante an Magma. Ist irgendwie sehr unrealistisch, finde ich. Nix. Deswegen wählen wir jetzt noch unsere Ebene aus. Auswahl Alpha-Kanal. Das ist wichtig jetzt, weil wenn ihr das nicht auswählt und ich benutze jetzt den Radiergummi. Der radiert nämlich jetzt hier nebendran auf der Bodenebene nicht, aber sobald man in diese Auswahl reinfährt, fängt er an zu radieren. Und dann kann man jetzt hier sagen, okay, machen wir mal so ein. Gut, Magma ist jetzt nicht zu spitz, aber die kann ja so in so halbförmigen Wellen fließen. Das heißt, wir machen hier so eine Wellenfront aus Magma, das Magma-Meer der Drow-Kaverne. So. Genau. Das heißt, die Magma ist jetzt hier virtuell in irgendeiner Senke drin und blubbert jetzt schon so langsam hier hoch. Aber wie gesagt, hier unten in der Kaverne wollen wir ja auch kein Magma haben. Das heißt, wir können es hier auch, das kann man relativ gerade wegmachen. Und dann kann man da entweder, ja, ein Wesen finden, das man retten kann, obwohl das wäre jetzt für Draw und nicht so das Thema, dass sie auf Rettungsmission gehen, sondern war wahrscheinlich irgendein Schatz oder Gold oder Edelstein oder ich weiß es nicht. Irgendwas werden sie wohl finden. Ja, und das kann man jetzt mit beliebigsten Texturen machen. Oben hatte ich, wie gesagt, noch ein Spinnennetz und irgendein. Was hatte ich noch? Spinnen. Achso, dieses Moosbett. Aber ich habe jetzt noch eine schöne Wassertextur hier. Die mache ich gerade nochmal mit Gimp auf. Natürlich jetzt extrem hell für Wasser. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weiß nicht, ich weiß nicht. Das was aussehen? Probier's mal aus, aber ich glaube, das sieht nichts aus. So, Auswahl, Alpha-Kanal, kopieren, auf das alte Bild gehen, Auswahlzeiger einfügen, schwebende Ebene zur neuer Ebene, mal rauszoomen hier, wie das aussieht. Da ist ein riesen Klatscher. Oh, Ding erstmal kleiner. Auswahl, Alpha-Kanal, dann nehmen wir hier aus der Werkzeugkiste unser Schrumpf. Tool, nenne ich es immer. Schrumpfwerkzeug. Schrumpflumpf.
So, jetzt sieht das schon besser aus. Oh ja, es ist wirklich extrem hell. Könnte ja sein, dass das Wasser irgendwie beleuchtet wird von einem fluoreszierenden Pilz, der unter Wasser wächst. Da ist dem DM keine Grenze an Einfallsreichtum gesetzt. Achso, ist immer noch diese schwebende Ebene, neue Ebene. Was ist denn das jetzt für eine Ebene? Das ist die Wa Ah, okay, da habe ich eben das Wasser eingefügt in der Ebene. Und durch das Transformieren hat er eine neue Ebene gemacht. Das heißt, die Ebene könnt ihr getrost löschen, passiert nichts. Die nenne ich Water, be Water, my friend, und so. Die kommt wieder unter die Wandebene, dass man das hier schön platzieren kann und sich überlegen kann. Ah, genau, es könnte so ein bisschen Wasser sein, was hier, wie auch immer, von der Seite hochschwemmt, geschwemmt wird. Ach, schade, ist ein Zentimeter zu kurz. Ist ein Zentimeter zu kurz. Drehe ich's oder? Ja, ich drehe die Ebene. Genau, dann kann ich euch das Drehtool nochmal zeigen. Damit könnt ihr bestehende Ebenen, die ihr habt, so ungefähr so drehen. Könnt ihr damit drehen. Und dann. Genau. So hin. Und da wir aus der Schule wissen, dass Wasser nicht viereckig fließt, auch hier nochmal das gleiche Spiel machen wie bei dem Magma eben. Und zwar auf jeden Fall einmal hier. Hier muss man noch mehr aufpassen, dass man es nicht zu eckig macht. Wirklich ein bisschen rund. Ja, das könnte schon so eine kleine Bucht sein, eine Erhöhung im Boden. Wenn man jetzt genau hingucken würde, würde man hier genau die gerade Kante sehen, aber ich denke mal, das fällt den Spielern nicht auf. Hier ist es auch wieder sehr auffällig, diese ultra gerade Kante. Das heißt, wir machen hier auch wieder so eine Wellenform rein. Da wir wieder diese Wasserebene ausgewählt haben, können wir nichts kaputt machen. Ja, die Ecke sieht scheiße aus. Ja. Also sieht schon sehr stark nach Schwimmbadwasser aus. Gebe ich jedem Kritiker recht, aber. Ja, wie gesagt, meine Story wäre jetzt, das sind irgendwelche Pilze im Boden, die das Wasser ganz wild fluoreszieren lassen. So, jetzt haben wir hier Feuer, Wasser, Luft, Liebe, Captain Planet und so. Nein. Die Treppe. Hauen wir erstmal die Treppe rein, damit wir wissen, wo wir dran sind. Die habe ich bei den Overlays drin. In GIMP öffnen. Stairs, wo seid ihr? Stairs? Ah, auf der anderen Seite waren die. Ist natürlich eine sehr schön, sehr detailreich aufgelöste Treppe. Klassiker für. Ich sehe gerade, das ist ein JPEG. Das ist ein JPEG. Okay, dann zeige ich das vielleicht gerade nochmal. Wenn ich jetzt so einfügen würde, hätte ich halt die Treppe mit so einem ekligen viereckigen weißen Kasten drum, weil das JPEG-File, das die Treppe, als das die Treppe gespeichert ist, keine transparenten Hintergründe darstellen kann. Wenn ihr für was auch immer transparente Hintergründe benötigt, weil hier braucht ihr ein PNG-File. Jetzt gerade nochmal, was mir gerade aufgefallen ist, wenn man hier in die Treppe weiter reinzoomt, sieht man, dass das kein richtiger Kreis ist, sondern ein Vieleck. Das heißt, die haben mit irgendeinem Programm ein Vieleck gezeichnet und haben dann da Textur drüber gelegt. Auch interessant. Das ist auch schon was, was man mal versuchen könnte später. Das heißt, wir haben hier so verschiedene Lamellen. Und die Lamellen, passt das hier? Ah, ne, warte mal. Das ist, die könnte. Ne, die Treppentextur ist nicht symmetrisch mit den Kanten des Außenrings. Aber ist schon mal eine gute Idee, ist noch was, was ich irgendwann mal ausprobieren kann. Das könnte hier genau ein Kreisausschnitt sein, das ist ein Kreisausschnitt und die Textur ist reingelegt. Schöne Idee. Aber das ist gerade nicht das Thema. Das Thema ist die Treppe ausschneiden. Und zwar, damit ihr das sauber ausschneidet, könnt ihr jetzt entweder mit der Schere hier dran rumschnibbeln. Das ist mir aber zu Banane. Deswegen nehme ich immer eine Farbe, die überhaupt nicht in dem Bild vorkommt, da das hier grau, vielleicht noch Grüntöne sind. Wie gesagt, ich bin farbenblind. Das ist nur eine Annahme. Nehme ich jetzt hier mal blau, hämmer hier außen blau drum. Das heißt, wir haben die jetzt blau umrandet. Und nehmen das Auswahltool, das wir eben schon mal bei den Wolken genommen haben, wählen die blaue Farbe aus, die halt sonst in dem Bild nirgendwo vorkommt, außer außen jetzt am Rand, schneiden die aus. Haben eben vergessen, nochmal zurück, was wir vorher machen müssen. Wir haben ja gesagt, in dem JPEG-Bild ist kein transparenter Hintergrund. Da müsst ihr hier in GIMP einen Alpha-Kanal hinzufügen. Alpha-Kanal bedeutet transparenter Hintergrund. So, jetzt können wir aufs Bild gehen, ausschneiden, bam, bam, graue Kästchen hinten dran, sprich transparent. Und da ich jetzt auf jeden Fall nochmal öfter brauche, haue ich mir das jetzt nochmal als
Das Unterstrich transparent. Transparent. Mein Ordner. Exportiere das übrigens, falls ihr mit GIMP noch gar nicht arbeitet. Wenn ihr nur speichert, erzeugt ihr eine sogenannte XCF-Datei. Das ist das GIMP-Rohdatenformat. Wenn ihr das Bild quasi als anzeigbares Bild in irgendeinem Tool haben wollt, müsst ihr das exportieren. Und da könnt ihr einmal als PNG exportieren. Oder als jegliches anderes Geraffel, was immer ihr wollt. Ich nehme immer PNG. Weiß nicht, ob jetzt allzu interessant ist. Kannst ja mal sagen. Und zwar der Unterschied zwischen JPEG und PNG. Warum gibt es denn da zwei unterschiedliche Komprimierformate von Daten? Wenn ihr euch vielleicht das mal anschaut, besorgt euch mal ein Bild als sogenanntes Bitmap, als BMP-Datei. Und speichert die dann mit einem Fotoeditor oder mit GIMP in einem anderen Format, dann werden die sehr viel kleiner. Das Bitmap ist quasi ein ursprüngliches Rohdatenformat. Da ist jedes Pixel auf dem Bild quasi im RGB-Code dargestellt. Das hat so für ein normales Bild die im RGB-Format die höchste Auflösung. Und JPEG und PNG machen nichts anderes als nebeneinander liegende Pixel, die so klein sind, dass man die nicht einzeln sehen kann, miteinander zu verrechnen und weich zu zeichnen, deswegen halt Informationen, sprich Datenmenge, reduzieren. Und der große Unterschied zwischen PNG und JPEG ist, JPEG wurde für sowas wie Foto Bilder entwickelt, also viele weiche Farbverläufe, die wir halt auf normalen Bildern in der Natur mit einem Haufen Schatten und Schärfen und so weiter haben. Und das PNG ist sehr gut für harte Kanten, also für genau das, was wir jetzt hier machen. Die ganzen Texturen, die wir haben, zeige ich euch gleich mal. Ich speichere jetzt erstmal das Bild. Die ganzen Texturen, die wir hier nutzen, was machst du gerade? Okay, achso, okay, der rechnet sich jetzt erstmal ein hier zusammen mit dem Bild. Dankeschön. Texturen, die wir hier haben, wenn man da reingeht, richtig tief, wo man die einzelnen Pixel sieht. Da sind halt im Vergleich zu einem richtigen Foto sehr wenige Farben zusammen. Ja, Grau, Braun, Rot, Abstufungen ein paar, aber halt nicht wirklich viel. Wenn ihr das gleiche so nah reinfahren würdet, mal ein Foto von euch, da sind halt Myriaden von Farben drin. Und solange ihr so wenige Abstufungen hier benutzt, könnt ihr sehr gut das PNG nehmen. Ihr macht dann höhere Schärfe rein und ja, bessere Vergleich zwischen Daten und Speicherplatz. Aber genug gesabbelt, ich will immer noch meine Treppe haben, die habe ich immer noch nicht eingebaut. Wieder Auswahl Alpha-Kanal, kopieren das Ding, auf das neue Bild gehen, einfügen. Jetzt haben wir eine transparente Ebene, die ich gerade nicht sehe. Muss ich gleich mal gucken. Zur neuen Ebene, das ist bestimmt irgendwo hier unten. Na genau, weil wir das jetzt unser Wasser bearbeitet haben. Ziehen das Ding nach hier oben, weil es soll ja nach hier oben. Die Mega-Mörder-Monstertreppe, die müssen wir halt erstmal kleiner machen. Ja, Auswahl Alpha-Kanal. Das Ding kleiner machen. Oh, das ist. Also ihr könnt das natürlich beliebig verschieben. Ich gucke, dass es ungefähr quadratisch bleibt, weil ich will ja keine rundeckige Treppe. Mal Louis de Funès zu zitieren. Und die kann ruhig. Die könntet ihr auch so ein bisschen jetzt in der Wand verstecken, wenn ihr sie im Layer tiefer legt, als die Wand ist. Ich lasse es jetzt mal so hier. Und die Treppe oben hatte ich um 90 Grad gedreht. Das werde ich jetzt mit der auch nochmal machen, einfach um da ein bisschen Persistenz beizubehalten. Die könnte das natürlich jetzt auch nicht nur eine oder zwei volle Umrundungen machen, sondern halt mehr oder weniger. Aber ja. Jetzt wäre das Bild eigentlich falsch, weil das ist eine Treppe, die von oben nach unten führt und wir hätten ja jetzt eine, die von unten, also von hier, von der Ebene tiefer führt, aber wir haben ja eine, die von der Ebene oben drüber runterkommt. Das wäre jetzt so gesehen falsch, wenn ihr da auch 100% Detail benötigt. Ich sehe gerade, das geht auch nicht, weil ich dann hier meinen Eingang versperre. Okay, ich muss jetzt erst immer nochmal kleiner machen ein bisschen. Und dann versperrt ich hier zur Hälfte meinen Eingang. Das heißt, ich hau die Treppe hier hin und drehe sie aber trotzdem nochmal weiter.
Die könnten zwar jetzt auch hier außen rumlaufen, die Helden, aber ja, nee, will ich nicht. Genau, machen wir es so, dass sie genau da rauskommt. Rotieren. So, dann könnten die Helden halt hier rübergehen, da könnte man jetzt noch irgendwelche ja, toten Krieger hinmachen, die es vielleicht noch mal gerade zurückgeschafft haben, aber nee, Treppe nicht hoch, die Treppe war versperrt, oder da könnt ihr euch als Dungeon Master die wildesten Ideen ausdenken. So, jetzt sind wir die Frage, was machen wir hier oben rechts? Wir hatten oben schon Pilze. Wir haben hier unten Wasser, ob da jetzt ein Monster rauskommt oder nicht, oder ob die da in eine andere Höhle tauchen können, das entscheide ich vielleicht spontan oder entscheide ich auch nicht, oder weiß ich nicht. Also jetzt habe ich mir jetzt noch keine Gedanken zugemacht. Was machen wir denn da? Was könnte man unterirdisch noch machen? Ratten, Moos hatte ich oben schon, Schleim hatte ich oben schon. Spinnen hatte ich oben schon. Ich habe gerade keine Ahnung. Ich lasse es erstmal einfach so, bevor ich jetzt hier wild rumrätsel und mir gerade nichts einfällt. So, mal hier den ganzen Datenmüll zumachen. Du Wasser kannst weg, dich hatte ich jetzt schon. Werfen. Aber ich denke mal, grundlegend ist die Message angekommen. Die Schritte sind immer die gleichen. Ihr macht euch erstmal hier die neue Ebene für die Wände, also die jetzt hier so dunkler sind. Verschiebt euch den Kontrast da, wie ihr wollt. Also es ist jetzt ja, so Vorschrift von mir sowieso keine. Das kann jeder machen, wie er Kleingeld hat. Ob er die Wände jetzt bräunlicher macht oder ihr sagt, das ist aber eine Höhle irgendwo in einem Sandsteingebirge, da müssen die Ockerfarben sein. Spielt da einfach mit den Werten rum. Ja, wie er das für richtig halt, wie ihr das so lustig seid. Die zweite Ebene, die wir eingefügt haben, war der Boden, das etwas hellere. Haben dann dieses plastische Rauschen erzeugt, also die Wolken, die wir dann in den Schwellwerten so verschoben haben, dass die quasi zu harten, dunklen Gebilden wurden, was dann später unsere Wände wurden, haben die halt rundherum zugemacht. Bisschen ja, das Ganze geschlossenen Höhlen-Style gegeben. Haben dann, als das dann ausgeschnitten war, aus der, achso ja genau, haben dann diese Schwarz-Weiß, wenn ihr euch daran erinnert, die, okay, die kann ich nochmal ganz nach oben bringen, die Ebene, dann sieht man es auch nochmal. Diese harte Schwarz-Weiß-Ebene haben wir die weiße Textur ausgewählt als Boden. Oder als Wandausschnitt, um genau zu sein. Und dann diese Ausschnitt, den wir hatten, die Wandebene angewählt, entfernen gedrückt, also haben quasi die Ausschnitte in diese Ebene reingestanzt. Und ja, wie gesagt, ich habe halt persönlich nochmal einen schwarzen Rahmen drum gezogen, indem ich halt die ganze Ebene dann Auswahl-Alpha-Kanal gemacht habe, habe die Auswahl vergrößert, um hier 2 Pixel eine neue Ebene gemacht, habe die schwarz gefüllt und habe die dann drunter geschoben. Wenn ihr sagt, nee, das mit dem schwarzen Rand ist mir zu Comic, lasst es halt weg. Das könnt ihr machen, wie ihr Kleingeld habt. Ja, und was ihr da jetzt für Texturen reinballert, da könnt ihr noch Steine reinlegen, Skelette, wie weiter und so fort. Es geht jetzt nur mal um den Grundgedanken, wie baue ich mir schnell einen Dungeon, wenn ich ihn nicht von Hand zeichnen will? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und ja, dieses Wolkenraster fand ich eine sehr gute Idee. Man könnte jetzt hier auch noch einen Grid einfügen, als Kästchen, wo man ziehen kann, aber da ich den Dungeon eh in Roll 20 benutze, da wird ein Grid eingezeichnet, deswegen brauche ich das jetzt nicht. Wenn ihr das jetzt ausdrucken wollt als Spielplan sozusagen, als Dungeon, dann macht euch einen Grid rein. Da könnt ihr euch auch einfach ja, in Google mit einem transparenten Hintergrund so ein Grid-Overlay suchen, das als Ebene reinfügen und ja, fertig. Jo, dann war es das soweit erstmal von mir zum ersten Thema. Wie baue ich schnell einen schnellen Anführungszeichen? Wir haben jetzt über 1 Stunde gebraucht, glaube ich. Na, 48 Minuten. Wie baue ich relativ schnell einen Dungeon in GIMP? Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche, was ihr gern noch sehen wollt, wie man Dungeons baut, wie man keine Ahnung was, schreibt mir das in die Kommentare, greife ich gern irgendwann mal auf. Wenn ich auf irgendwas Neues im Internet stoße, was ich mal ausprobieren will, so wie jetzt diese Art Dungeons zu bauen, mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video zu.
Und ansonsten habt viel Spaß beim Spielen, Leute. Es muss mehr gespielt werden. Werdet aktiv, geht in Communities, geht in den Nerdpool, der jetzt wieder unter der neuen URL erreichbar ist. Nerdpool-forum.de. Geht auf Blutschwerter, geht auf Tunnelorn. Macht euch eine eigene Community auf. Entdeckt Rollenspiele, erfindet Rollenspiele, was immer ihr wollt. Es muss mehr gespielt werden. Die Community soll leben und wachsen. Soweit, so gut. Bis hierhin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.